Bevor das Video hier beginnt, möchte ich noch kurz anmerken, dass am Freitag ein The Crew 2 Video auf meinem Kanal online kam und da das von euch noch nicht so viele gesehen haben, das Spiel aber mega mega geil ist, ist das jetzt rechts oben am E verlinkt, schaut euch das auf jeden Fall nach diesem Video hier an, würde mich super super freuen. Außerdem wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dieser mega mega spannenden und mega mega witzigen Folge von der Koop Torwartkette, let's go! Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der WM Koop Torwartkette zusammen mit Jan. Hi! Hi! Das ist wahrscheinlich die letzte Folge von Staffel 1. Es wird wahrscheinlich noch Staffel 2 geben. Das Video, wo ihr das Ganze abstimmen könnt, ist rechts oben beim i verlinkt. Ebenso wie der Kanal von Jan. Könnt ihr auf jeden Fall super, super gerne mal vorbeischauen und wie gesagt auch unbedingt abstimmen. In der letzten Folge haben wir gegen Belgien im Halbfinale leider verloren mit 1:4, also relativ deutlich. Allerdings war es auch wirklich die bessere Mannschaft. Sie stehen jetzt im Finale gegen Deutschland und wir im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben beim E verlinkt auch die, unbedingt anschauen. Leider können wir nach dem Spiel gegen Portugal nicht sehen, wer gewonnen hat, Belgien oder Deutschland. Das geht einfach nicht, das ist halt einfach, weil FIFA das nicht will, keine Ahnung. Also es ist einfach nicht möglich, das Ergebnis nachzuschauen. Deswegen könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wer gewonnen hat, beziehungsweise wer gewinnt. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir rein jetzt gegen Portugal. Wir haben ja in der Gruppenphase schon gegen Portugal gespielt. Da hat uns Portugal ja mit 3:2 besiegt. War auf jeden Fall ein mega, mega krasses Spiel damals. Es war die allererste Folge der WM-Koop-Karriere. Ich bin gespannt. Das ist jetzt die allerletzte Folge von Staffel 1. Wie es dieses Mal ausgehen wird. Let's go. So, jetzt darfst du wieder mit dem Torwart spielen aus der ersten Folge. Sehr geil, wollte ich schon die ganze Zeit wieder machen. Ja, hast du schon drauf gewartet, ne? Habe ich drauf gewartet, ja. Die Spieler betreten das Feld und alle warten gespannt auf den Anpfiff. Ich bin wirklich mega, mega gespannt, ob wir schaffen, Dritter zu werden oder nicht. Wir haben ja, wie gesagt, damals gegen Portugal verloren. Ja, ich bin wirklich gespannt. Übrigens, ebenfalls würde ich mich darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Auf geht es! Ah, da holt er sich den Ball. Ja. Jo, den haben wir. Perfekt. Oh, da ist die große Chance. 19. Minute und dann machen sie es. 1:0. Alter, ich habe den so abgeräumt. Aber es. Oh, war mir. Ich hätte vielleicht. Abgeräumt. Ja, ich hätte vielleicht im Tor bleiben sollen oder halt früher rausrennen sollen. Timing hat da nicht ganz gestimmt. Ja, 1:0. Portugal geht in Führung. Eieiei. Oh, Ramos. Ach du Scheiße. Und da in der Mitte ist auch noch Ronaldo. Oh, das ja, sie haben schon ein bisschen verspielt, ja. Jetzt sind die Abwehrspieler wieder aufgerückt. Chance noch nicht vorbei. Aber den können wir fangen. Jetzt in die Mitte. Schuss. Oh, was? Krasser Scheiß. Oh, da haben sie sich aber den Ball erobert. Und jetzt vielleicht. Oh, komm, nochmal. Das ist hässlich, aber was willst du machen? 1:1. Kein schönes Tor nach dieser echt schönen Parade. Aber Tor ist Tor. Du sagst gar nichts mehr, du bist traurig. Nee, ich bin da echt. Ich hab so gut gehalten und dann das. Ja, ich hatte das auch schon oft genug. Das weißt du. Ja. Scheiße ist das, ich weiß. Den haben wir. Jetzt! Nein!
Doppelschlag und die Führung für Spanien. Carvajal mit links zum 2:1. Boah, was war da los? Den hätte er haben können. Ja, mach's halt doch gefährlicher. Weißt du, 2:2. Mein Abwehrspieler köpft den Ball vor die Füße von Ronaldo. Oh, das ist ja echt unglaublich. Was ist gerade los? Den hätte er auch haben können. Was macht er denn da? Aber das könnte doch mal bedeuten, dass es hier vielleicht wirklich zu einem Elfmeterschießen kommt. Oh, das wird jetzt knapp. Nochmal kurz vor der Halbzeit die nächste Chance. Uiuiui. Oh, gut abgespielt. Führung. Spiel gedreht. Ey, Schiedsrichter. Da steht oben plus 2 und wir sind schon in der 4. Minute jetzt. 2 Tore kurz vor der Halbzeit. Was für ein Spiel. Drei zu zwei der Spielstand. So ging das Gruppenspiel damals aus. Jetzt ist es erst die erste Hälfte. Bin mal gespannt. Also das ist ja jetzt echt kacke. Direkt vor der Halbzeit 2 Tore kassiert. Das ist nicht geil, aber du hast recht, also es kann hier tatsächlich in die Verlängerung gehen. Ja. Wäre auch mal was Cooles. Ist ja klar, dass ich da so viel... Hey. Ich hab nichts gedrückt! Was ist das für ein Spiel? Also, hätten die Torhüter, wir beide, alles, wirklich alles richtig gemacht, dann stand es hier 1:1. Jetzt steht's 3:3. What the fuck? Ich schwöre, okay, ich habe nichts gedrückt. Das ist ja traurig. Da hätte ich eigentlich nicht mehr gewusst. Warum bin ich da hingegangen? Wir wechseln einfach mal Aspas. Aber das war jetzt... Guck dir das an. Und ich habe nie auf Wechseln gedrückt. Den haben wir. So, jetzt wird ein krasser Abstoß gemacht, okay? Sicher? Ja. Alter. Der war ja heftig. Oh nein! Jetzt geht's ja mal los. Manuel Neuer ist da. Ey, was mache ich denn gerade? Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Ist ja unglaublich. Schokolade nicht aus dem Konzept. Ich habe halt echt den Stick einfach nur noch gedrückt. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Elfmeter. Was? Das war doch geil. Ey, Schiri. Komm. Jetzt kann ich schon wieder gegen Ronaldo einen Elfmeter machen. Wie in dem Gruppenspiel damals. Das ist doch echt ätzend. Das war doch kein Elfer. Komm. Komm. Cristiano Ronaldo gegen Mike. Oh, shit. Ich verstehe das nicht. Der war nicht mal so... Ja, er war platziert, aber... den kann er schon halten, weil ich ja... Ich drücke ja die Richtung. Ach, komm. Ha, 3:4, Leute. 3:4. Was eine Spannung in diesem Spiel. Weil es ist noch alles offen. Es ist noch alles offen. Krass. Hätte ich aber nicht gepfiffen, den Elfer. Das war jetzt nicht unbedingt so, ne? Kann man drüber streiten. Kann man nicht erkennen. Aber genauso krass wie gerade. Oh, Alter, dass die auch immer ankommen. Ja. So eine gute Quote. Oh nein, warum liege ich denn hinten? Richtig geile Medaillenübergabe verpasst in der Nacht. Halt oh, doch shit. Dein Mull mit deiner Medaille. Es gibt doch eh nix in diesem Spiel. 1:1, Aspas gerade Ah, was ein Lappen. Eine Chance, jetzt. Komm, setz dich durch, Aspas.
Ja, noch nichts verloren. In die Mitte. Und jetzt, jawohl, 4:4 aus KI in der 83. Spielminute. Oh. Der eingewechselte Aspas und Jan am Boden. Er sagt gar nichts. Das war dein Einsatz. Das. Für was bezahle ich dich? Nein, Spaß, ihr kriegt kein Geld, nur. Okay. Nein, aber 4-4, Spannung, ist geil. Oh. In die Richtung könnt ihr spielen, damit habe ich nichts zu befürchten. Nee, andere Richtung, ganz falsch. Komm, jetzt ein bisschen Tiki-Zaka, Tiki-Taka. Nee, nichts. Tiki-Taka, komm. Ja, jetzt nee, komm, jetzt kann man schon mal schießen. Thiago. Noch ausseiten. Komm, Nachspielzeit 3 Minuten. Wegschießen, ja, schießt weg. Scheiße, kick den. Verlängerung! Oh shit! Es gibt den Zuschlag. Verlängerung im Spiel um Platz 3. 4:4, krass. 4:4, das ist richtig heftig. Ein Elfmeter auch dabei, also bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Und wie lange vor allem noch, ob es hier Elfmeterschießen gibt oder nicht. Jetzt Isco, Iniesta, ihr müsst einfach mal schießen. Warum schießt denn keiner? Komm jetzt! Ja! Alter, das tat gerade ein bisschen weh. Werd Meisterkoch. Ja. Ich bewerte das dann. Ja, ich sollte auf YouTube Kochvideos machen. Das auch, auf jeden Fall. Dann kann ich so ein... ein Studio habe ich ja, dann kann ich jetzt zum Kochstudio umbauen und dann ist das ja geil. Wie nennst du den Kanal? Was dann? Oder machst du es auf deinem? Mache ich alles zusammen auf einem. Alles auf einem Kanal. Ja, klar. Krass, okay. Und da kommt der Fußball-Content mit in den Kochvideos. Ja, jeden Sonntag. Junge! Das ist alles so gewollt für die Zuschauer. Das war nicht, ich glaube, hättest du jetzt ein Tor gekassiert, ne? Ich glaube, ich hätte dich so totgeschlagen. Komm, jetzt aber wieder festgehalten. Machst du gut. Obwohl man muss halt einfach kein Stellungsspiel haben. Man braucht kein Stellungsspiel, wenn man gut ist. Alter, was war das gerade? Replay? Man braucht kein Stellungsspiel, wenn man gut ist. Oh mein Gott, was ist da los? Ich brauch Stellungsspiel. So ein Scheiß. Mann, 4:5. Das gibt's nicht. Portugal geht wieder in Führung. Ich meine, man hätte ihn eventuell, aber ich hab ja springen gedrückt in die Richtung. Ich weiß nicht, was ich. Stellungsspiel hätte besser sein müssen. Ne? Ach, Leute. Aber die Spannung ist immer noch da, weil, ne? Erste Halbzeit der Verlängerung. Hier kann noch so viel passieren. Ja. In erster geht übrigens. Wenn immer wieder so on point ist, also, ja, weiß er nie. Bisschen Kochbuchblätter. Halbzeit, Leute. Halbzeit der Verlängerung. Führung für Portugal. Aber wie gesagt, hier ist noch nichts. Ne? Ja. Hier steht noch nichts fest. Gutes, ausgeglichenes Spiel. Die Chancen waren auch für Spanien da, definitiv. Aber ich war halt auch da. Und deswegen spannende weitere 15 Minuten. Auf jeden Fall. Meine sind rot, ne? Ist rot, ja. Gut, dass ich das seit 110 Minuten. Ja, geil. Oh. Alter, der Abschluss war ja richtig gut. Jetzt die Flanke in die Mitte. Komm, leg ihn quer. Jawoll! Ole! Dann so ein Tor. Das ist ja lame. Das war doch nicht lame. Guck dir den Abstoß an und dann... Ja, der war gut. Der dann direkt weitergespielt in die Mitte und zack. Das war... Aber es ist richtig crazy. Na, es war jetzt nicht zu heftig. Nein, ich übertreibe jetzt. Aber 5:5. Ich freue mich. Mega, mega geil. Ja. Ausgleich. Bitte jetzt kein Tor mehr. Auf beiden Seiten einfach Ruhe und Frieden. Endstand 7:7. Oh, was? Uiuiui. Hilfe! Apropos Ruhe und Frieden, Alter. Shit. Ey, die wollen mich doch pranken.
It's a prank. Junge, passt doch nicht den Gegner mal hier auf. Schieß den Ball doch einfach weg. Was hältst du davon? Oh shit. Oh shit. Junge. Oh shit. Ja, okay. Ganz relax einfach. Ganz schön. Neue Windbeutel. Junge. 2 Minuten Nachspielzeit. Das Horrorspiel hat noch immer kein Ende. Und es gibt nicht die Chance für Spanien. Ich dachte, vielleicht wird das nochmal die Riesenchance für den Führungstreffer. Wird das hier dann Elfmeterschießen oder passiert hier tatsächlich noch was? Portugal, probiert's nochmal bitte, Five, einfach ab. Ja! Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3. Was eine Spannung. Und wir dürfen nur die Torhüter spielen. Ja, tatsächlich, es funktioniert. Wir sind nur die Torhüter. Aspas gegen Patricio. Jetzt wird spannend, Leute. Mit Fiebern. Und er lupft ihn. Er lupft ihn einfach. Gekonnt, würde ich sagen. Von mir. Kein Ding. Ja, gegen Ronaldo. Gegen Ronaldo den Elfmeter pariert. Das ist so mies, mit der Quali Elfmeter halten zu müssen. Ja, das tut mir leid. Das ist halt die Qualität. Aber... ja, das Tor für Spanien. Aber es steht immer noch nur 1-0. Da muss man so. Ah, da habe ich voll ausgetrickst. Klasse geschossen, Elfmeter. 1-1. Keiner im Vorteil, keiner im Nachteil. Bitte, Thiago. Was? Als ob der reingeht. Als ob der reingeht. Was macht er jetzt? Ja. Er lupft und er hat mich einfach damit. Ach. Oh, Leute, das ist gerade so an. Ich bin gerade so angespannt, das glaubst du mir gar nicht. Ja, Piqué hat ihn einfach gemacht, krass. Ich müsste jetzt mal wieder anhalten. Mach ihn. Yes! Das gibt's nicht. Yes! Komm, wenn wir jetzt treffen, sind wir durch, glaube ich, oder? Komm. Ramos. Ramos! Elfmeterschießen gewonnen! Ach man. Du tust mir leid, es liegt auch ein bisschen an der Qualität. Und du warst aber auch echt auf der Ecke. Das war ja auch beim Elfmeter währenddessen des Spiels gegen Ronaldo auch so. Da hatte ich auch die richtige Ecke und er war einfach drin. Wir haben das Spiel um Platz 3 gewonnen im Elfmeterspiel. Im Elfmeterschießen meine ich. Was für ein Spiel. Spannung pur bis in die letzten Sekunden. Und wir sind Platz 3. Portugal am Boden. Sie haben uns damals besiegt in der Gruppe. Mit 3-2. Und auch hier und heute war es wirklich verdammt, verdammt eng und knapp. Und wir haben es geschafft, im Elfmeterschießen zu gewinnen. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann schaut, wie gesagt, eben bei dem Video vorbei, wo ihr abstimmen könnt, ob es Staffel 2 geben soll oder nicht. Schreibt mir Tipps in die Kommentare, welches Team ich nehmen soll für die nächste Staffel. Und schaut auf jeden Fall unbedingt, das lohnt sich auf jeden Fall. Alle, die noch nicht bei Jan abonniert haben, schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei und abonniert seinen Kanal natürlich auch. Sehen wir das jetzt hier? Nee, wir sehen es nicht. Scheiße, das macht echt keinen Sinn. Nein, schade, wir sehen es nicht, ob hier Deutschland oder Belgien gewonnen hat. Wie gesagt, ich bin auf eure Tipps dahingegen gespannt. Ansonsten, je nachdem wie ihr abgestimmt habt, sehen wir uns dann morgen auf beiden Kanälen wieder bei der Staffel 2 von der WM Koop Torwartkarriere zusammen mit Jan. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Yo, ciao.